Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder eine kleine Runde vom Let's Play weiter. Wie ihr seht, habe ich heute ein anderes Texture Pack, denn mir wurde von vielen Zuschauern vorgeschlagen oder gesagt, yo, mach mal ein anderes Texture Pack ein, oder vielen hat das Texture Pack einfach nicht gefallen. Und da es auch neue Texturen hier in diesem Standard Pack gibt, und Alter, ist der Bambus echt, also der Bambus ist ja jetzt echt mal nicht das Beste. Aber da es noch hier neue Texturen hier gibt, dachte ich mir, yo, können wir mal ausprobieren. Und außerdem, Leute, die letzten Folgen waren vorproduziert, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ich weiß jetzt, dass man kann Bambus mit einem Schwerthieb einfach One-Hit abbauen. Wusste ich vorher nicht. Danke für das Kommentar. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute ich damit getriggert habe, dass ich meinen Bambus die ganze Zeit wie der letzte Noob abgebaut habe. Also jetzt mal wirklich. So, Leute, erste Mission für heute ist eine Endertruhe zu machen. Habe ich hier jetzt auch direkt. Und die nächste Mission wäre auf jeden Fall ein paar Endermen wieder zu killen, dass wir mehr von diesen Enderkisten bekommen werden. Außerdem mache ich mir jetzt ein paar Betten. Und sobald ich die Betten habe, würde ich runtergehen, einmal Sand holen, und wenn wir genug Sand haben, komme ich wieder hoch, mache ein bisschen Glas, und dann würde ich als allererstes nach 27 Folgen, glaube ich, einen Fahrstuhl, und die Lecks sind immer noch nicht weg, Alter, einen Fahrstuhl bauen, der hier nach oben führt, damit wir mal endlich was haben, dass wir nicht durchgehend hier hoch schwimmen müssen, sondern das einfach ganz easy immer von unten machen können. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal nach da hinten zu unserem wunderschönen Sandbiom, um mal kurz das Sand zu holen. So, und da sind wir auch angekommen, und ich lege jetzt hier direkt mal los. Ich weiß gar nicht, wie viele Stacks wir brauchen werden. Ich gehe jetzt einfach mal von 5, 6 aus. Die sollten, denke ich, ausreichen für genügend Sand. Leute, wie ihr wahrscheinlich gesehen haben solltet, oder hoffentlich gesehen habt, sollte es eine neue Qualität geben. An sich heute vielleicht auch, aber vor allem in den letzten Folgen, so ab Folge 20. Ich bin einen Abend echt richtig am Verzweifeln gewesen. Weil, Jungs, ich habe gesehen, dass meine Videos am PC, vor allem am PC, sehr, sehr, sehr verschwommen aussehen. Und dann habe ich da mal nach einer Lösung gesucht, auf YouTube, vor allem auch wegen Videos und sowas. Und da ist mir was zu Ohren gekommen, Alter. Ich hab's wirklich nicht geglaubt. Leute, das Ding ist, YouTube konvertiert ja die Videos immer selbst auch nochmal runter. Ist ja, denke ich, klar. Damit sie einfach Platz auf Servern sparen. Und jetzt das Komische, wenn ihr auf mein Video zum Beispiel klickt, wenn ihr jetzt am PC seid, und ihr einmal die Statistiken für Nerds anklickt, müsste irgendwo WP09 stehen oder VP09. Dieses VP09 bedeutet, dass es eine höherwertige Konvertierung ist. Und dieses VP09 erhalten nicht alle YouTuber. Nein, das erhalten nämlich nur oftmals große YouTuber. Warum? Fragt mich nicht. Auf jeden Fall, sobald du wenig Klicks mit deinen Videos machst, bekommst du eine schlechte Konvertierung von YouTube zugewiesen, und damit sind deine Videos qualitativ sehr schwammig. Komisch aussehend einfach. Also ich würde es einfach hässlich nennen. Ich finde es einfach echt ekelhaft, wie die Videos dann aussehen. Ja, wie soll ich sagen? Ich hatte das auch. Hat mich dann informiert, und wie ihr seht, könnt ihr meine Videos jetzt in 2K gucken. Ich rendere jetzt nämlich meine Videos auf 2K, lade die auch auf 2K hoch. Dauert dementsprechend natürlich alles auch wieder länger. Dafür ist die Qualität für euch halt 10.000 mal besser, also wirklich. Wenn ihr euch mal zum Beispiel Folge 17 am PC anguckt und dann die jetzige, dann ist das schon echt eine krasse Veränderung so. Und dadurch, dass ich die Videos auf 2K rendere, weiß YouTube mir automatisch... Was war das? Weiß YouTube mir automatisch einen besseren Konvertierungscode zu, oder eine bessere Konvertierung. Und dadurch sehen meine Videos besser aus. Es ist einfach so blöd, wenn man sich das mal überlegt. Alter, sind hier viele Mobs. Ich sollte hier echt mal ausleuchten. Dass YouTube kleinen YouTubern eine andere, schlechtere Konvertierung zuschreibt als großen YouTubern. Letztendlich müsst ihr euch vorstellen, die kleinen YouTuber haben es doch viel schwerer, an irgendeine Reichweite zu kommen. Und wenn die Videos dann noch qualitativ richtig kacke aussehen, nicht wegen den YouTubern, sondern einfach, weil YouTube das kacke konvertiert, dann ist es halt einfach noch beschissener. Ich kam mir richtig verarscht, weil ich den einen Abend reingeguckt habe, habe gerade so 4-5 Videos hochgeladen, weil ich ja immer zum Vorproduzieren mache. Ich gucke so auf YouTube und sehe so meine Videos und denke mir so, hä, warum sind die so verschwommen? Warum sehen denn die so kacke aus? Und dann sehe ich so, yo, cool, irgendwas mit der Konvertierung stimmt scheinbar nicht. Habe erst meine kompletten Render-Settings durchgeguckt, dann meine Aufnahmesettings, einfach alles, was der Fehler gewesen sein könnte, war alles nicht. Ich weitergeguckt, hey, woran, kann ja nur an YouTube liegen, geguckt und dann darauf gestoßen. Das ist einfach nur so komplett dumm einfach, also wirklich jetzt, anders kann man es nicht nennen. Naja, keine Ahnung, ich denke mir auch immer, was macht man denn als kleiner Musiker, als kleiner Tänzer oder so? Und immer hier ist der Lag, ne, alter Junge.
wenn man ein Video auf YouTube hochlädt und sich zeigen will, so zeigen will, was man kann oder sowas, wisst ihr? Und plötzlich guckt ihr euch das Video an, hat es so am PC richtig heftig Arbeit reingeschickt, dies, das, so. Ihr guckt so rein und denkt so, yo, vielleicht hat es jetzt ein paar mehr Aufrufe oder so. Und plötzlich einfach das Video komplett am Arsch. Komplett am Arsch einfach. Das wird mich so stören. Und zum Glück habe ich ja dann eine Lösung gefunden und konnte es auch schnell ändern, dass das jetzt nicht mehr so ist. Wo ich auch übelst froh drüber bin. Als ich das gesehen habe, das hat mich richtig, also da war ich erstmal ganz kurz ein bisschen perplex, was auf YouTube abgeht. So, ich habe hier jetzt alles ein bisschen ausgeleuchtet und jetzt direkt das nächste Glasgestell hier hoch. Natürlich, Leute, bauen wir später alles noch schöner. Keine Frage, der Aufzug wird jetzt erstmal nur funktional sein. Hauptsache, ich komme da relativ schnell hoch. Da oben ist ja momentan auch noch mein Haupt-Main-Bauspot. Ich überlege auch, ob wir da unten einfach als allererstes erstmal den Hafen bauen. Dass wir so ein City und, oh, dass wir so ein City-Anfang haben, in Anführungszeichen. Und von da aus dann einfach expandieren. Ich denke mal, das wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, dass wir dann auch von oben von unten nach oben bauen. Und nicht, wie es jetzt ja ist, von oben nach unten. So, Leute, und da nutzen wir jetzt direkt mal mein neues Wissen über die 1.14 und machen die wunderschönen Blöcke so. Und warum siehst du anders aus als der Rest? So muss das sein dann, ne? Ja. Und dann sieht das hier auch alles wieder viel schicker aus. Und damit haben wir den Fahrstuhl zumindest hier an dem Stück des Berges ein bisschen verschönert, denke ich. Also auf jeden Fall schöner, als wenn hier einfach nur das Ding hochragt. Später können wir auf jeden Fall noch Falltüren dazusetzen. Ich werde mir jetzt einmal Soul Sand holen, weil ich glaube, Soul Sand ist das, was uns nach oben schießt, was wir für den Fahrstuhl auf jeden Fall brauchen. Und dann werde ich mal runterspringen, hoffen, dass all das Sand fertig geschmolzen wurde und auf jeden Fall hoffen, dass wir nicht noch mehr Sand farmen müssen. Aber so wie es mir mein Gefühl mal wieder sagt, werden wir, denke ich, auf jeden Fall wieder farmen müssen. Und ein Stack und ein Dreiviertel-Stack, wie ich ihn jetzt habe, werden auf jeden Fall hierfür nicht reichen. Heißt, ich werde definitiv nicht mal jetzt zum Wüstenbiom, aber ich werde hier einmal untertauchen und hoffen, dass wir hiervon genug Sand rausbekommen. Was natürlich später auch spannend wird, ist einen Hafen hier hinzubauen, weil hier einen Hafen hinzubauen, obwohl hier so eine gerade fast 90 Grad Neigung, ich würde so sagen 70 Grad Neigung ist, das wird echt sehr, sehr schwer. Aber ich denke mal, wir machen da was richtig Cooles draus. Das Gute ist, wir haben ja jetzt die Tools. Jetzt heißt es noch, den Fahrstuhl bauen und danach geht's in Nether. Und im Nether bauen wir die Farm zu Ende, dass wir genügend Level haben. Und wenn die Farm fertig ist, kann ich endlich meinen Spaß hier ausleben, Alter. Und einfach bauen. Einfach die ganze Zeit bauen. Dann werden die Folgen für euch auch nicer, weil, keine Ahnung, ich werde dann wahrscheinlich immer so einen Cut machen. So, yo Leute, ich baue hier jetzt was, okay? Ich baue hier jetzt ein Haus und dann zack, halbes Haus fertig. So, das wird dann nicht so ein Geplappere. Ich baue jetzt hier einen Fahrstuhl und brauche dafür 32 Minuten. Sondern ich baue halt einfach drauf los, so, kein Problem, alles easy. Also was auch auf jeden Fall auch schwierig wird, vielleicht bauen wir den hier einfach komplett ab. Dieser Klotz hier, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, wie ich sowas in den Hafen integrieren soll. Aber wir sind ja hier eh in der zerklüfteten Landschaft. Vielleicht kann man da unten oder so ein Stück hochgesetzt natürlich den Hafen bauen. Ich weiß noch nicht, ob es ein Holz- oder Steinhafen wird, mal gucken, ob so ein... so ein impulsiver, heftiger Hafen wird, sondern nur so ein kleiner Hafen. Ich glaube aber impulsiv und heftig müssen wir ja bauen, also ich bitte euch. Und dass wir den Berg erstmal drin lassen, außen rum bauen und dann vielleicht irgendwas mit diesem Berg machen. Irgendwas richtig Cooles. Ich würde sagen, eine Statue draufbauen, aber mir ist gerade aufgefallen, dass unsere fliegende Insel ja gefühlt schon drei Blöcke darüber anfängt. Ja, aber mal gucken. Mal gucken, vielleicht kann man da auch eine Statue bauen, die zum Beispiel diesen Erdklotz da oben hält oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Ich denke, das wird aber richtig interessant. Den Hafen, das Gute ist halt, wenn wir diesen Hafen hätten gebaut, dann hätten wir einen Startpunkt, wisst ihr, wo wir uns vorarbeiten können, immer mehr bauen können. Wenn ich jetzt da oben zuerst alles baue, dann würde es gar keinen Sinn ergeben. Weil wenn ich da oben jetzt alles bauen würde, hätte ich ja da oben zwar einen Startpunkt, aber das wäre irgendwie so ein bisschen, also für mich wäre es komisch, glaube ich. Aber mal sehen. Ich sage ja immer sehr, sehr viel und am Ende passiert halt kaum was. So, ich mache jetzt gleichzeitig, weil das wahrscheinlich der letzte Trip hier jetzt nach oben sein wird, mache jetzt gleichzeitig das Kalb hier hin, dass sich hier eine ganze Wasserquelle bildet, dass der Fahrstuhl auch funktioniert. Leute, ich glaube, ich gebe es auf. Ich habe schon wieder zu wenig Sand und hier fehlt einfach gefühlt nichts. Einfach gar nichts.
Vor allem, ich bin auch wieder so blöd, anstatt ich mir einfach erstmal mein Stuff zusammensuche, baue ich währenddessen, ich farme. Und das ist einfach nur Zeitaufwand wie sonst was. Das Ding ist, seid ihr schon oft im Urlaub gewesen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Das Ding ist, ich bin bis jetzt einmal in der Ostsee gewesen. Ne, zweimal in der Ostsee und einmal in der Nordsee. Und war halt einmal auf dem Polenmarkt. Ob man das jetzt wirklich Urlaub nennen kann, weiß ich nicht. Aber sonst war ich nie im Urlaub, lol. Weil meine Eltern sind halt arbeiten, berufstätig. Und mein Vater nimmt sich halt sau selten frei so. Oft haben wir halt auch einfach nicht das Money unter Regel und nicht das YouTube-Money. Dass wir halt in Urlaub fahren und dann bin ich halt nie wirklich weg. Jetzt der letzte Urlaub war bei mir vor 6, 7 Jahren mit meiner Familie. 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon ewig, ewig her. Und jetzt letztens in den, ich würde sagen Oktoberferien war das. Letztens erst vor 4, 5 Wochen war ich dann mit meiner Freundin der Familie und meiner Freundin halt im Urlaub. Und da waren wir an der Nordsee. Das war auch cool. Hat man wahrscheinlich auf Instagram dann auch alles gesehen. Oder ich glaube man zumindest, man hat alles gesehen. Man sollte auf jeden Fall, und Alter, geht es schnell hoch. Man sollte auf jeden Fall alles gesehen haben, wenn man mir dort folgt. Aber sonst so, ich hätte richtig Bock irgendwann mal. Ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwann finanziell so gut veranlagt bin. Aber ich hätte richtig Bock irgendwann einfach mal in so eine Großstadt zu fahren. Nach New York, nach Dubai, nach Manhattan zum Beispiel. So Großstädte, wo es so richtig fette Wolkenkratzer gibt. Also ich bin heimlich ein Fan von Wolkenkratzer. Also ich liebe Wolkenkratzer. Vor allem jetzt nicht, wie sie aussehen oder so, sondern halt die Architektur dahinter. Wenn ihr euch vorstellt, einfach ein Monument an Haus, was 300 Meter hoch geht. Das muss man sich mal geben. Ich war bis jetzt nur vor dem höchsten Ding, was stand, war der Fernsehturm. Wohne ich auch hier direkt in Berlin. Der sieht schon impulsant aus, wenn man direkt davor steht, aber wenn du weit weg gehst, ist es halt eine Stange mit einer Kugel drauf, so gefühlt. Und deswegen gab es da nicht viel zu sehen, aber so in Dubai oder in New York, da stehen ja diese heftigen Sachen, wisst ihr, wie ich meine? Dieses, Alter, was geht bei denen ab? So, ja, da hätte ich richtig Bock drauf, das wäre mal so ein Ziel von mir, dass ich da mal hinfahren kann und mir das angucken kann, das wäre schon echt geil. Ich sehe auch immer Zeichnungen auf Insta, wo die gezeichnet haben, die Architektur von bestimmten Häusern oder auch selbst nun mal Hochhäuser gezeichnet haben und das sieht immer so, das sieht so heftig aus, das sieht so verdammt geil aus. Und hopp, und da werden wir hochgeboostet, zum Glück haben wir Atmung 3. Ich glaube aber auch ohne Atmung 3 müssten wir hier locker hochkommen, ohne zu ertrinken. Oder bekommen wir die ganze Zeit Luft durch den Strudel, der uns hier hochzieht? Das ist natürlich jetzt auch blöd. Das sollten wir auf jeden Fall umbauen, dass wir dort nicht gegen die Wand stoßen. Und ich brauche dann auf jeden Fall auch, kann ich irgendwas hier gegen die Wand pappen? Das ist Schilder. Gehen Schilder noch? Ich weiß gar nicht, ob Schilder überhaupt noch gehen. Und wir haben auch schon wieder 31 Level. Da würde ich glatt mal sagen, dass ich mal einen Bogen oder ein Buch verzauber. Aber Bücher haben wir auch schon wieder gar nicht mehr. Ich muss hier dann irgendwann mal die Kühe herbringen. Aber was würden wir auf dem Bogen bekommen? Haltbarkeit 3. Komm, wir gönnen uns heute einfach. Haltbarkeit 3, Stärke 3. Passt doch, dann könnten wir uns theoretisch, ich mache mir jetzt einfach direkt mal Stärke 4. Natürlich fehlt uns da noch Unendlichkeit auf jeden Fall. Und da haben wir den Amboss. Zack. Zack. 4 Level. Ah, geht's auch mit 2? Ne, geht nur so. Okay. Stärke 4, Haltbarkeit 3. So, dann werde ich auch ganz kurz mal meinen ganzen wertvollen Kram hier, den ich hier habe, in meine Ender-Chest legen. Und zwar haben wir heute nicht so viel geschafft. Wir haben hier ein bisschen den Fahrstuhl gebaut, dass wir jetzt endlich mal ordentlich da hochkommen. Junge, das hat mich immer so angekotzt, dass ich da hochschwimmen musste. Jetzt kommen wir ordentlich hoch, haben wir ein bisschen nicht viel oder so geterraformt. Und natürlich haben wir ein bisschen gequatscht. Quatschen ist immer wichtig, wisst ihr ja. Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr bei der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dann und ciao. Und hopp.